this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir mal nicht in Agario, aber es kann sehr wahrscheinlich sehr ähnlich werden, denn wir sind hier in Petridich oder wie auch immer das, oder Petridich, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Jedenfalls hat es mir ein Zuschauer empfohlen und deshalb dachte ich mir, komm, dann zocke ich das einfach mal. Und der wird hier, eventuell werden wir den heute auch treffen. Wir gehen auf jeden Fall einfach mal in einen Modus rein, den er mir eben genannt hat. Man kann sich zwar hier auch irgendwie so anmelden oder so, ich check das nicht so ganz, wie man hier PvP spielen kann. Ganz komisch. Aber wir gehen jetzt einfach mal zu Overlimit. Da ist der anscheinend oft drin. Und zwar hier in Mega Split. Ich denke mal, vielleicht kann man sich hier krasser teilen oder so. Keine Ahnung, was hier noch alles steht, aber ich gehe einfach mal auf Play. Wir haben auf jeden Fall uns schon benannt. Das habe ich eben schon mal gemacht. Also ich habe es noch nie gespielt, aber ich war schon mal drin im Game. Ich dachte eben schon, das hier wären irgendwie die wären Skin, aber als ich das eben ganz kurz dann doch mal getestet hatte, habe ich dann direkt gemerkt, das sind hier also die Viren, aber sie geben auch immer 100 Punkte. Hier drauf schieße ich die Masse, also genau an der anderen Stelle wie bei Agario. Man kann die so ein bisschen wegdrücken und hier drauf teile ich mich. Und ich denke mal, hier kann man sich extrem aufteilen, weil das ja der Mega-Split ist. Und ja, das kann man tatsächlich. Hier ist aber ziemlich krass, man setzt sich sofort zusammen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und man kann sich hier schnell viele Punkte gönnen. Sind aber auch nicht so viele Leute gerade unterwegs auf der Map. Dr. Nice Guy, aha. Wir sehen auch schon, hier ist ein anderer Dr. Nice Guy beigetreten. Der ist dritter Platz und das wird wahrscheinlich er sein. Ganz lustig. Und hier ist so eine Pizza. Oh, da kriegt man wahrscheinlich dann noch mehr Punkte. Oh, da hinten ist ein Gegner, da müssen wir aufpassen. Ich fahre jetzt einfach überall durch. Man kann sich ja richtig schnell zusammensetzen. Ich habe auch gesehen, es gibt viele Agario-ähnliche Spiele. Und viele davon sind eigentlich ganz cool. Die machen dann auch gerne mal Sachen, die Agario vielleicht ein bisschen falsch gemacht hat oder so. Wie zum Beispiel könnte es natürlich auch in Agario deutlich mehrere Modis geben oder so, die es natürlich leider nicht gibt. Ich fahre hier weiter lang, teile mich ganz oft. Oh, jetzt muss ich mich zusammensetzen schnell, weil da unten kommt ein Gegner. Aber jetzt ist auch gefährlich, weil jetzt sind hier diese Dinger neben uns. Diese ganzen Viren chillen hier auch. Oh shit, jetzt habe ich mich auf die falsche Taste gedrückt, habe ich auf die falsche Taste. Ich wollte eigentlich so ein Virus schießen, stattdessen habe ich mich so ganz oft geteilt. Das war natürlich sehr dumm von mir. Und jetzt werden wir wahrscheinlich sterben. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder geteilt, ich Idiot. Und jetzt setzt der sich zusammen. Das war's dann mit uns. Ja, das war's leider. Und schon wieder, ich drücke immer genau auf das Falsche. Ich glaube, es ist ja auch hier. Oh, jetzt habe ich auch was in Spectate gemacht. Das wollte ich nicht. So, Play, weiter geht's. Ich drücke immer genau das Falsche. Ich glaube, es ist ja genau umgekehrt wie in Agario. Und hier ist sogar der Zuschauer, der mir das Ganze empfohlen hat. Und der gönnt mir jetzt erstmal ein bisschen was, glaube ich. Dann können wir auch zusammen diesen anderen Typen besiegen. Es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Hier. Oh shit, ich drücke immer die falsche Taste. Ich wollte schon wieder was schießen, aber habe stattdessen mich ganz oft geteilt. Ganz dumm. Wir können versuchen, hier die Dinger in unseren Gegner reinzutragen. Ja, das schaffen wir ganz gut. Oh, und jetzt hat unser Mate sie gegessen, zumindest zum Teil schon mal. Und jetzt sind wir nur noch zu zweit in der Lobby. Nice, er gönnt mir ganz viel Zeug. Es ist auf jeden Fall sehr lustig. Nur leider sind halt hier extrem wenige Leute, ne? Und ich check das irgendwie nicht. Warum kann ich kein PvP spielen, ohne da irgendwie so eine Donation-ID anzugeben oder was auch immer? Kein Plan, was das war. Aber eventuell gehen wir gleich auch nochmal in andere Modis rein. Aha, Pac-Man ist auch dem Spiel gejoint. Es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn das mehr Leute spielen würden. Kann man eventuell mal zusammenspielen im Stream oder so. Weil dann kann man theoretisch sogar nur mit den Leuten im Stream zocken, wenn man möchte. Weil hier die Lobbys sind ja recht tot. Jetzt kann man sich hier in extremer Form gegenseitig essen. Aber da unten muss man aufpassen, da ist Pac-Man unterwegs, der schon ordentlich groß wird. Und den müssen wir natürlich gleich essen. Aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube, mein Mate hat ihn schon gegessen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, da unten ist er noch. Wird auf jeden Fall auch recht groß. Pizza wird immer größer. Muss aufpassen, man kann die Pizza einfach größer machen als sich selber. Und dann wird es gefährlich. Aber jetzt werde ich die Pizza snacken. Kann man das ja auch gedrückt halten mit den Sternen? Ich glaube nicht.
glaube nicht, ich weiß es aber nicht. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal Richtung Pac-Man und fressen den so ein bisschen. Oh, jetzt wird schon kritisch, der ist auch schon gar nicht mal so klein. Aber wir sind noch größer. Neben uns ist ein Virus-Ding. Aber wir teilen uns auf ihn, aber sind nicht groß genug. Aber mein Mate wird jetzt versuchen, den Virus reinzutragen. Aber er blockt es gut ab, der Gegner. Und ist jetzt sogar hier... Oh, jetzt wird's kritisch. Ihr wisst, schneller zusammensetzen, als ich mich zusammensetze wahrscheinlich. Wenn ich mich drauf schieße, habe ich ihn auf jeden Fall dann gleich. Zumindest zum Teil habe ich ihn jetzt schon mal. Und setze mich jetzt wieder zusammen. Aha, er teilt sich ganz oft. Dann fressen wir ihn erstmal schön. Ist auf jeden Fall ganz lustig, das Game. Und jetzt haben wir sogar mal einen weggeklatscht. Aber hier die Lobby hatten wir jetzt schon länger. Ich kann natürlich hier noch meinem Mate noch mal ein bisschen Masse hinschießen. Ist das der Mate? Oh shit, jetzt bin ich ihn gekriegt. Oh Mann, ich bin immer noch mit der Steuerung ziemlich verwirrt. Aber ich werde ihm natürlich die Masse gleich wiedergeben. Und da ist noch ein Gegner, den wir eventuell wieder zu zweit wegklatschen können. Mein Mate greift ihn auf jeden Fall schon mal gut an. Aber hat ihn noch nicht. Da müssen wir jetzt erstmal wegfahren. Natürlich doch ein bisschen Angst, dass der mich fressen kann. Aber sobald ich mich zusammengesetzt habe, bin ich dann doch der Größere. Und mein Mate kann natürlich auch wieder versuchen, was auf ihn zu ballern. Oder in mich was reinzuballern. Das macht er jetzt auch. Zack, es reicht aber noch nicht. Am besten wäre es wirklich, wenn wir hier so ein Virus hätten oder so. Ah, ich kann mich ja jetzt locker zusammensetzen. Ich denke mal nicht dran, dass das hier viel schneller geht. Vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt sogar. Und danach würde ich sagen, gehen wir erstmal aus der Lobby raus und gucken uns noch den ein oder anderen Modus an. Ich will den Typen auf jeden Fall fressen, aber bislang geht's noch nicht. Aha, er ist tot. Boah, shit, und ich will meinem Mate die Masse zuschießen. Ich werde mir ihm jetzt alles geben, sobald ich ihn nochmal sehe. Und dann werde ich aus der Lobby gehen. Jedes Mal vertausche ich die Scheißtasten. Wir testen es mal. Es war ein bisschen risky, aber es hat geklappt. Ich konnte den Gegner da fressen und fahre jetzt komplett in meinen Mate rein. Und dann bin ich erstmal raus aus dieser Lobby hier. Es gibt ja auch noch Crazy Split und so. Also es gibt hier tausend Sachen. Ich weiß nicht, ob das auch von Spielern selber so ist, dass man das hier alles einstellen kann. Es gibt tausend, beziehungsweise richtig viele Modis. Arena-Modi, Fatboy-Arena, Need for Speed. Auf jeden Fall ziemlich viele lustige Modis. Und dann pro Modi gibt es dann ja nochmal verschiedene Sachen. Zumindest ein paar. Ich gehe jetzt mal einfach hier rein kurz. Hier sind auch mal ein paar mehr Spieler. Geh ganz kurz hier rein, mal sehen, ob hier was hier besonders ist. Oder ist das einfach nur ein ganz normaler? Hier ist auf jeden Fall der erste AFK-Boy, den versuche ich mal zu phrasen. An sich schon sehr lustig, ist halt ein bisschen ähnlich, aber ist natürlich ziemlich ähnlich wie auch Agario, aber an sich schon ein geiles Game. Ganz lustig, kann man auf jeden Fall vielleicht mal zocken, des Öfteren. Beziehungsweise auch mal im Stream, vielleicht wäre das auch ganz nice. Aber Agario finde ich dann vielleicht auch noch einen Tick cooler, weiß ich nicht. Setzen wir uns gar nicht so schnell zusammen. Hey, das ist dann doch eher Agario-mäßig schon. Ich würde sagen, das war es dann doch schon. War auf jeden Fall sehr lustig. Ein sehr ähnliches Game wie Agario, wie ich mir auch schon gedacht habe. Aber hat dann doch noch seinen eigenen Reiz. Also sehr viele eigene Sachen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und es gibt halt noch extrem viele Modis. Hier gibt es auch noch irgendein Virus. Boah, es gibt halt extrem viele Sachen. Also es kann gut sein, dass ich irgendwie zu einem anderen Modi nochmal ein Video bringen werde oder so. Mal sehen. Ansonsten würde ich aber auf jeden Fall sagen, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.